don't need a Hamburger. Direkt in Herzogenürnberger Land, Kilometer 120. Wir bedanken uns bei Ihnen für den vielen Besuch hier auf der Consumenta, von der auch der Bayerische Rundfunk berichtet hat und wo wir die Kocheinrichtung Nummer 7 mit Diana Burke gedreht haben. Wir gratulieren Diana zu ihrem 16. Punkt im Restaurantführer Gourmillon. Großen Dank auch an alle anderen Köche und Kochblogger, die in unserer Eichen-Showküche ein informatives und unterhaltsames Programm boten. Einige Besucher haben uns dann gleich in der Woche drauf am Park des Schreiners besucht, bei dem wir mit Elke Böhner und Bernd Müller wieder den Garn im Vakuum füllen. Aber auch unsere Mitarbeiter haben sich auf einer Mini-Schulung weitergebildet, denn wer Freude am Kochen hat, baut einfach die besseren Küchen für sich. Ganz nebenbei haben wir auch in der Zwischenzeit im Kalender 2016 das Jubiläumsjahr Nummer 20 fertiggestellt, das in den nächsten Tagen bei Ihnen ankommen müsste. Falls nicht, oder falls Sie noch an Küchen- oder Möbelkauf interessierte Freunde haben, sagen Sie bitte einfach Bescheid. Mit seinen 170 Fotos von Einrichtungsbeispielen soll er dir zeigen, welche vielfältige Möglichkeiten die Einzelhandverlegung von Massivholz bietet. Von einem Beispiel Schlafzimmer ist zusammen mit den Kunden und der Miss Erlangen sogar ein lustiges Erklärvideo, ja, oder ein Making-of entstanden. Wir bitten Sie schon heute den Termin der 18. der Urbacher Waldstadttage zu notieren, die mit einer Lesung von Dennis Scheck und Eva Kritzmann ganz unter dem Motto des richtigen Zeitpunkts begangen werden. Wie Alfons Schubeck in Werbespots für McDonalds aufzutreten. Und zwar vom 10. bis zum 12. Juni 2016. Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und denken Sie beim Einkauf von Geschenken auch an Ihre Einzelhändler in der Region. Da zählen wir uns übrigens auch dazu, auch bei uns ist viele kleine und sinnvolle Dinge zu schenken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Gumbach und bis bald. And I sure don't need to go to bed with anyone who cares.